Klugen trainiert für Olympia in Schöneberg, unweit der Spielstätte der eher gröberen Wasserfreunde Spandau. Hier ging es richtig elegant zur Sache. Das Zauberwort heißt Gerätturnen, richtig, ohne E. So schreibt man diese Sportart. Geräteturnen wäre dann eher einfaches Rumspielen auf und wo auch immer. Naja, dem Duden ist das übrigens total Schnuppe, der erlaubt beides. So geht es wohl auch den kleinen Turnladies. Für die bedeutet dieser Wettkampf noch viel, viel mehr. Also, man merkt das so, wenn man jetzt in der Mannschaft ist, selbst wenn man mal einen kleinen Wackler zu viel hat und keine Ahnung, dann gleicht die Mannschaft das immer noch aus und es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ja, und auch mit dem Anfeuern und so, dann hat man noch mehr Ansporn, was Gutes zu machen. Gemeinsam sind wir stark, also das Motto des Tages, und im Team müssen 4 Geräte in olympischer Reihenfolge geturnt werden. Also erst Sprung, dann Barren, Balken und am Ende geht's an den Boden. Ordnung muss schließlich sein. Damit alle Leistungsklassen getreu dem olympischen Motto dabei sein konnten, gab es für diesen Wettstreit spezielle Bedingungen. Die Übungen sind nicht zu schwer, das sind Übungen, die im unteren Leistungsbereich sind. Und ich sag mal, unsere Leistungssportler, die hier dabei sind, die zeigen natürlich eine sehr hohe Qualität. Allen voran die Berliner Mädels, die sind 5-fache Titelverteidigerinnen und gespickt mit einigen Stützpunktturnerinnen. Deswegen haben die Nachwuchssportlerinnen natürlich nur ein Ziel. Das Anstreben, dass wir nochmal immer weiter Erster werden, weil wir sind ja schon ziemlich oft hintereinander Erster geworden. Dann nochmal das Anstreben, nochmal Erster zu werden. Unser Titel verteidigen, ja. Kaya Gutzeit ist, wie der Name schon sagt, auch eine tolle Athletin. Turnt in der 3. Bundesliga immerhin, doch rein ums Gewinnen geht's ihr hier nicht. Also ich mag diesen Wettkampf sehr, da es so ein Mannschaftswettkampf ist und man auch das Gefühl hat, wirklich in einer Mannschaft zu sein und alle füreinander kämpfen, egal wie gut man jetzt ist im Turnen, sondern einfach nur dieses Gefühl zu haben, dass man in der Mannschaft diesen Wettkampf gut absolviert hat. So geht's wohl auch den Brandenburgerinnen. Sie sind nicht von einer Eliteschule. Macht's denn trotzdem Spaß? Ja. Also es ist halt schon ein bisschen doof zu sehen, was man alles tun könnte, wenn man, ja. Aber ich finde es auch mal schön zu sehen, was die anderen so tun, so. In unserem Alter. Ja. Kopf hoch, Girls. Berlin hat ja noch eine Menge mehr zu bieten. Und in einem sind die Mädels vom Albert-Schweitzer-Gymnasium aus Eisenhüttenstadt mindestens genauso gut wie ihre Altersgenossinnen. Und morgen wollen wir uns am Vormittag noch was angucken, oder Basketball oder sowas. Und auf jeden Fall Freitag gehen wir dann shoppen. Ja, und dann fahren wir Freitagabend nach der Siegerehrung dann nach Hause. Shoppen und feiern, das kann die Jugend also. Partystimmung herrschte dann am Ende übrigens auch beim Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Sie holten zum 6. Mal den Titel. Glückwunsch an Sie und Hut ab vor dem Teamgeist der kleinen Turnladies.